wenn Sie das Nachbarhaus brennen sehen und Sie sagen, das brennt und Sie rufen die Feuerwehr, ist das Unheilsprophetismus? Ist das Alarmismus oder sowas? Oder ist es eine sachlich richtige Feststellung, wo Handeln geboten ist? Und wir sind genau in dieser Situation. Also man kann doch nicht in einer Wissensgesellschaft so tun, dass ein bestimmter Teil von wissenschaftlichen Befunden irgendwie nichts wert ist oder dass man den leichten, also mit Achselzucken begegnen kann. Das ist doch einfach vollkommen falsch. Wenn Sie zum Arzt gehen und der Ihnen eine bestimmte Diagnose stellt, dann sagen Sie auch, um Gottes Willen, jetzt muss ich aber mal irgendwas tun. Also wieso wird denn eigentlich genau an der Stelle wissenschaftliches Wissen plötzlich bezweifelt oder als irrelevant für unsere Lebenspraxis betrachtet? Ist auch interessant, weil man versucht, sein Interesse weiterhin zu realisieren und das Interesse heißt, bitte, bitte, alles soll so bleiben, wie es jetzt gerade ist. Was wir im Moment haben, ist eine unendlich passive, geradezu apathische Zivilgesellschaft, die sich dann aber darin gefällt, Politiker-Bashing zu machen und zu sagen, die sind ja so doof und die bringen es nicht und so weiter und so weiter. Und Sie können das auf allen politischen Handlungsfeldern sehen. Ja, jetzt ist das Gemurre über den Afghanistan-Krieg unheimlich groß, aber es hat überhaupt keine gesellschaftliche Debatte über den Afghanistan-Krieg gegeben. Jetzt freuen sich alle, dass der Klimawandel offiziell abgesagt worden ist, ja, von irgendwelchen obskuren Agenturen, weil man dann so weitermachen kann. Es hat keine gesellschaftliche Debatte über die Bewältigung der Folgen des Klimawandels gegeben. Alle finden die Verkürzung der Schulzeit doof, ja, weil sie jetzt merken, wie ungeplant und wie dysfunktional das ist. Es hat aber keine gesellschaftliche Debatte über Bildung gegeben. Alles das sind Merkmale dafür, dass wir, die Bürgerinnen und die Bürger, extrem unpolitisch sind und vergessen haben, dass eine Demokratie nur dadurch existiert, dass ihre Mitglieder sich selber als Teile eines politischen Gemeinwesens, also als aktiv verstehen. Wir haben eine vollkommen passive Demokratie und wir haben ein politisches Personal, was nicht besser ist als wir selber. Und das muss verändert werden. Ich halte das für vollkommen falsch, wenn man jedes Mal, wenn man Veränderung sagt, sofort Verzicht denkt. Ja, das ist ja auch etwas, was einem sozusagen die Vertreter des Status quo immer gerne einreden. Man musste viel eher darauf hinweisen, zunächst mal, was der Status quo uns alles an Verzichtsleistungen auferlegt. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel akut, wo dieses Interview stattfindet, diese absonderliche Situation, dass keine Flugzeuge fliegen wegen der Vulkanwolke. In dem Viertel, wo ich wohne, wachen jetzt die Leute nicht um 6 Uhr wegen Fluglärm auf, weil die Flugzeuge nicht fliegen. Ist das Verzicht? Ich würde sagen, das ist Gewinn von Lebensqualität. Und an solchen Beispielen kann man sehen, dass vieles von dem, was veränderungsnotwendig ist in unserer alltäglichen Welt, wenn es denn verändert würde, Gewinn wäre und nicht Verzicht. Denken Sie an den ganzen Verkehrslärm, denken Sie an die Zubetonierung unserer Freiflächen, denken Sie an die Durchstrukturierung unserer kompletten Lebenswelt durch Individualverkehr, durch Autos, all diese Sachen. Ja? Wenn man darauf verzichten würde, auf diesen Quatsch, dann würde man Lebensgewinn haben. Ich glaube nicht, dass die ganze Welt unbedingt scharf darauf ist, uns zu kopieren. Aber selbst wenn es so wäre, was heißt denn das eigentlich für unser Verhalten, wenn man richtigerweise erkannt hat, dass das nicht zukunftsfähig ist? Dann kann man doch nicht mit dem Argument, die anderen wollen das auch, so weitermachen wie bisher. Warum soll man davon ausgehen, dass Veränderung immer unendlich lange dauert? Sie haben ja auf der lokalen Ebene teilweise Veränderungsprozesse in atemberaubender Geschwindigkeit. Wenn sich zum Beispiel Initiativen auf der lokalen Ebene zu einer anderen Form von Energieproduktion etablieren. Nehmen Sie die Schönauer Stromrebellen, das war eine kleine Gruppe. Er hat auf der Grundlage des Energieeinspeisungsgesetzes angefangen, mit erneuerbaren Energien sozusagen privat Strom zu produzieren. Mittlerweile versorgen die mehr als 70.000 Haushalte und ein paar Industrieunternehmen. Und das hat natürlich die lokale Situation vollständig verändert. Das können Sie auf vielen Ebenen haben. Gucken Sie Freiburg an, die demnächst dann
Also es ist sowieso schon vieles anders da, von der Praxis des Eigenheimbaus über die Schulen, die Energieversorgung in Schulen und sonst was. Und die werden irgendwann auch dazu kommen, dass sie gar keinen Autoverkehr mehr in der Stadt haben. Genauso wie Zürich auch. Wenn sie dann mal sich in so einer Stadt bewegen, dann werden sie es plötzlich total attraktiv finden. Und dann hat das einen Ansteckungseffekt, wahrscheinlich am Ende sogar noch mal bis nach Bochum und nach Essen. Das wird allerdings eine Weile dauern. Aber verstehen Sie, was ich meine? Veränderung ist manchmal extrem schnell auch möglich. Und zwar an der Stelle, wo sich praktisch mitteilt, dass das Leben sich durch die Veränderung verbessert. Und zwar so verbessert, dass man sich dann hinterher fragt, wie blöd waren wir eigentlich vorher, das jahrzehntelang so gemacht zu haben und nicht so wie heute.